Erstmal weg mit diesem Scheiß da. So, als nächstes gehen wir mal auf Pokécom. Und danach wählen wir mal die Nummer und löschen sie. Weil ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese scheiß Anrufe. Jedes Mal, wenn ich einen Part starte, es geht mir so auf die Eier. Okay, okay, alles ist cool. Ja, in diesem Part möchten wir ja den Norden von Dukatia City erkunden. Aber zunächst schaue ich nach, wie viel Geld ich habe. 2000 erst, ist aber wenig. Ich habe mir gedacht, ich habe im letzten Part so 10.000 oder so geholt. Aber 2000 ist ja gar nichts. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es wohl geben mag. Vor 3 Jahren hat Professor Eicht verlaubbart. Was? Das Wort habe ich noch nie gehört. Verlaubbart. Verlaubbart, dass es 150 verschiedene Arten geben soll. Ja, inzwischen, also in dieser Edition gibt es 250. In der dritten sind es, glaube ich, 375. Also die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht genau. In der vierten sind es 496, glaube ich. Und in der fünften sind es 649. Und in der sechsten kommen noch weitere dazu. Das heißt, die Zahl wird wahrscheinlich in der sechsten Generation auf über 800 steigen, vermute ich mal. Also, es kommt noch jede Menge Pokémon und, ja. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt mit der Anzahl an Pokémon. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße. Er fängt an zu zappeln, wenn man ihn anspricht. Ich habe gehört, dass er rasend wurde, als ihn jemand mit Wasser aus einer Shigekani begossen hat. Ja, die kriegen wir später. Entschuldige bitte, könntest du mir einen Gefallen tun? Nein. Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31, ja. Das würdest du tun? Super. Vielen Dank. Mein Freund ist ein Flegel. Er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Gold hat ein Pokémon, das einen Brief trägt, erhalten. Du darfst ihn nicht verlassen, aber verliere ihn nicht. Route 31. Stimmt, ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert. Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Nee, die ist noch nicht frei, die müssen wir erst noch frei machen. Aber zunächst bräuchten wir den Orden. Denn dann kriegen wir die Shigekani. Ich glaube, jetzt spoil ich ein bisschen, aber... Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt mit dem Spoilen. Okay, wir haben einen Habitat bekommen, Level 10. Lesen wir mal den Brief. Dunkle Höhle ist ein Pfad. Dunkle Höhle, ist ein Pfad. Verstehe ich nicht, aber gut. Route 35. So, da ich Geld brauche, muss ich wohl oder übel gegen die ganzen Trainer antreten. Gehst du auch zur Pokémon Arena? In welcher Arena? Meinst du die in der nächsten Stadt oder die in Dukatia City? Picknicker Emily. Okay. Die hat ein Pokémon, das hätte ich eigentlich wissen müssen, welches Pokémon die hat, weil, meistens ist es so, wenn ein Trainer ein Pokémon hat, weiß ich es auswendig. Keine Ahnung warum, aber ich merke mir das einfach so. Auch wenn es viel Wichtigeres zu lernen gibt. Zum Beispiel Englisch-Vokabeln für die Schule. Merke ich mir sowas, das gibt's doch gar nicht. Ey, das ist so unnötig. Naja. Da seht ihr mal, was der Kevin alles aufschnappt von unnötigen Sachen. Und momentan haben wir richtiges Glück, weil dieses Vulpix sich gerade zweimal selbst verletzt hat. Jetzt hoffe ich nur, dass es sich noch einmal verletzt, dann können wir es killen, ohne einen Schaden zu bekommen. Okay, Ruckzucki zieht nicht so viel ab. Also, gleich haben wir es. Ich glaube, ne, ich riskiere es mir jetzt mal mit Blutsauger. Ich glaube, das müsste reichen. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber AP sparen kann ja nicht schaden. Jawohl! Und damit haben wir einen Level 21er Zubat. 20er, sorry. Bald haben wir einen Golbat. Oh, ich habe verloren. Nein, du hast gewonnen. Okay, ich glaube, weil wir Geld brauchen, sollte ich zunächst mal noch meine Mutter anrufen und ihr sagen, dass das Taschengeld jetzt mal nicht gespart wird. Hi Gold, hart am Arbeiten. Wow, du besuchst Route 35? Viel Glück bei deiner Suche nach Pokémon. Nebenbei hast du 3632 Poké-Dollar gespart. Willst du weiter sparen? Nein. Okay, ich höre auf, dein Geld zu sparen. Gold, mach weiter so, ich drücke dir die Daumen. Okay, jetzt wandert das Geld, was wir aus den Trainerkämpfen gewinnen, direkt zu uns in der Tasche, anstatt nach Hause zu unserer Mutter.
Weil das Geld brauchen wir hier jetzt mehr als bei unserer Mutter zu Hause. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Okay, und dem du verlierst. Das war ein großer Fehler, gegen einen zukünftigen Champion anzutreten. Kilian. Sandan, ey, das ist doch ein Witz. Level 13. Warte, ich kann mir die Attacken voraussagen. Ich bin Hellseher, wisst ihr? Ein Pokémon-Hellseher. Ein Pokéseher. Okay, ich prophezeie, dass er ein Igler, Kratzer und Sandwirbel kann. Nee, Sandwirbel glaube ich nicht. Nur Kratzer und ein Igler beherrscht dieses Pokémon. Aber verwirren schadet auch nicht. Außerdem finde ich den Sprite so cool, wenn Konfusstrahl eingesetzt wird. Ah, es kann doch Sandwirbel, verdammt. Ich bin kein Hellseher mehr. Ah, verdammt, und es trifft auch nicht mehr zu, was? Scheiße, naja. Ja, Kratzer, die Attacke habe ich vorhergesagt. Ich glaube, in der ersten Generation, in der Game-Edition, gab es einen Sandern, das Geofissur beherrscht hat. Und zwar bei der Route von Azuria City zum Felstunnel. Da gab es einen Trainer, der den Sandern, das Geofissur beherrschte. Das hat mich sehr überrascht. Das hätte ich nie im Leben vorhergesagt. Okay, Meryl, Moment, Meryl kenne ich. Meryl kann Rutenschlag. Blubber, glaube ich. Nee, Aquaknarre oder Blubber. Ich sehe Aquaknarre oder Blubber. Irgendeine Wasserattacke. Und es ist... Ja, Rutenschlag habe ich vorher gesagt. Das brauchst du mir jetzt nicht zu zeigen. Mann, ich müsste mal ein Pokémon im Team haben, das Mimikry beherrscht. Dann könnte ich eine Attacke kopieren von dem Gegner. Das ist auch ganz cool. Okay, jetzt greife ich ihn weiterhin mit Biss. Weil ich momentan keine andere Angriffsattacke für zu habe. Und mal schnell eine Pause. Gut, Pause ist vorbei. Verdammt, jetzt habe ich das ein bisschen verschoben hier oben. Naja, es ist hoffentlich nicht so schlimm. Okay, Alter, Angriff mit... Boah, mein Bruder war gerade in meinem Zimmer und jetzt stinkt hier nach Deo. Das ist... Oh. Verdammt. Oh. Okay, jetzt habe ich ein T-Shirt vor meiner Nase. Oh Gott. Was? Meryl hat mit Tackle angegriffen? Tackle habe ich gar nicht vorher gesagt. Verdammt, mir gehen langsam... Also langsam verliere ich meine Fähigkeiten. Walzer kann es auch. Okay, Meryl kenne ich nicht so besonders gut. Ich hatte Meryl, glaube ich, nur einmal im Team und das war vor 5 Jahren oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich den Kesselberg erforscht und zwar hundertprozentig. Das war vielleicht ein Aufwand. Aber zum Kesselberg kommen wir auch noch. Verdammt! Warum ist der Walzer so stark? Ja gut, der Walzer wird immer stärker, je öfter er eingesetzt wird. Ich will jetzt kein Pokémon opfern. Wenn wir Igelava einsetzen, wird es totgewalzt. Wenn wir Zubat einsetzen, wird es auch totgewalzt. Ich muss ein Pokémon opfern, und zwar Snubbull, komm her. Gut, tu dich mal ein bisschen einschleimen. Hey, du bist schneller, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, verdammt, meine Pokémon waren eh schneller, also hätte ich ruhig das Risiko eingehen können. Okay, tschüss, Snubbull. Also, den Sprite von Walzer finde ich am coolsten in der dritten Generation. Da sieht man richtig, wie die Attacke stärker wird. Okay, los, Iglava, du musst ihn besiegen, ansonsten wirst du sterben. Das klingt wie eine Todesdrohung. Okay, Kilian hat mir erledigt. Ach, hättest du doch verloren. Tja, so leicht besiegt man mich nicht, auch wenn der Walzer mich sehr überrascht hat, muss ich zugeben. So, die schaffen wir noch und danach gehe ich zurück ins Pokémon-Sender. Das Simeryl hat mir richtig Schaden zugefügt. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Beschützen? Vor wem? Sehe ich aus wie ein tollwütiger Tyrann, der seine Pokémon mit Morddrohungen beleidigt? Nein, 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 ich doch nicht. Nina. Ach, die hat einen Pikachu. Ach, wie süß. Habe ich erwähnt, dass es sich in der zweiten Generation schon die Sprites der Pokémon bewegen, anfangs? Das wurde in der Smaragd-Edition übernommen. Und ab der vierten Generation ist es, glaube ich, immer so. Und ab der fünften Generation bewegen sich die Pokémon dauerhaft. Also gut, wie die Macher es übernommen haben. Dann, ich muss jetzt richtig gut ich muss jetzt auf meine Aussprache achten. Damit das Video ein bisschen damit das Video ein bisschen besser wird. Jetzt mache ich hier schon Fachbegriffe wie qualitätsmäßige Besserung. Solche Fachbegriffe sollte ich mir für die Schule aufheben, aber nicht für die Let's Plays. Ich glaube, hier genügt es, wenn ich so rede, wie ich denke. Nein, Quatsch. Ist ja auch wiederum falsch.
Ich denke ja wie ein Professor. Jetzt hör auf, Doppelteam einzusetzen, sonst treffe ich gar nicht. Dann dauert der Kampf noch ewig. Pikachu? Ich sag's dir. Ich hab dich schon in der Game-Edition nicht gemocht. Jetzt hör auf mit dem Doppelteam. So, danke. Dieses Pikachu war ja sehr leicht. Ich hätte es mir stärker vorgestellt. Meine Güte, bist du stark. Okay, zurück ins Pokémon Center. Hier ist auch noch ein Trainer. Ja, hinter dem Zaun. Hinter dem Zaun kommen wir auch noch. Vielleicht sogar in diesem Part, wenn ich länger spielen möchte oder mir. Vielleicht komme ich. Okay, nochmal von vorne. Vielleicht kommen wir hinter den Zaun. Wenn ich schnell bin und noch zu dem Trainer hinschaffe. Oder wenn ich den Part extra lang mache. Ich glaube, ich sollte mir Zeit lassen mit dem Reden, dann kann ich besser auf meine Aussprache achten. Weil Aussprache ist sehr wichtig in den Let's Plays. Muss ich gerade sagen. Jetzt mache ich hier einen auf Pokémon, auf Let's Play, Let's Player Professor. Ich bin vielleicht so einer, das ist unglaublich. Seitdem ich mein neues Mikrofon habe, fühle ich mich wie Gronkh. Oh je, okay. Na los! Ich habe aus dem Radio Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Wie Pokémon-Daten erhalten? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum bist du gut deswegen? Ich kann es nicht erklären. Das wollte ich schon definieren sagen. Oh Gott, ich sollte echt mit meinem Fachbegriff aufhören. Fachbegriffe in Let's Plays, ist nicht. Also, falls ihr mal selber Let's Plays machen wollt, benutzt keine Fachbegriffe, das kann ich euch schon mal, sagen. Jetzt wollte ich Spielerin sagen. Oh Gott, meine Fachbegriffe kommen zur Geltung, wenn ich Let's Plays aufnehme. Vielleicht soll ich nebenbei meine Hausaufgabe machen. Deutsche Hausaufgabe am besten. Dieses Fass ist sehr... scheiße, ich spiele mal ein Let's Play weiter. Ah, da ist ein Fass. Dieses Fass ist sehr... kahl. Okay, kahl. Ich glaube, so sollte ich echt Hausaufgaben machen, dann werde ich als Strebe in der Schule bezeichnen, bestimmt. Wahrscheinlich rede ich auch gerade völligen Stuss, um euch zu unterhalten. Weil es so lustig ist. Keine Ahnung. Ja, die Kämpfe sind momentan nicht so spannend. Momentan herrscht noch keine große Vielzahl an Pokémon. Oh Gott, das habe ich schon wieder einen Fachbegriff gesagt. Aber die Anzahl vergrößert sich, je weiter wir das Spiel spielen. Oder je weiter wir storymäßig sind. Je höher das Level unserer Pokémon ist, desto spaßiger wird das Spiel. Dann entwickeln sich unsere Pokémon später, lernen coole Attacken mit coolen Sprites mit coolen Sprite-Animationen. Und warum habe ich diese Dick da jetzt nicht verwirrt? Na gut, weil es jetzt zurückschreckt. Genau, das habe ich gewusst. Das haben wieder meine Hellseher-Fähigkeiten, wisst ihr? Okay, diesen Camper, diesen Call of Duty Camper Ewald haben wir besiegt. Ich teile aus. Ja, mit meiner Shotgun campe ich hier hinter jeder Ecke und warte, bis ein Gegner kommt, damit ich ihn niedermetzeln kann. Oh Gott. Siehe meine Virtuosität. Wieder ein Fachbegriff. Mit der ich die Bälle jongliere. Ich glaube, der hat 4 Voltoballs. Aber genau weiß ich das nicht. Okay, hier ist ein Voltoball. Es hat nur Level 2, also... Dieses Voltoball könnte selbst unser Snubu besiegen. Ich glaube, ein Biss reicht. Ja, sage ich ja. Hier haben sich die Entwickler einen Spaß mit den Leveln gemacht. Dieses Voltoball ist jetzt ein Tick stärker. Ich glaube, Level 8. Oder? Level 8? Na, Level 6. Na gut. Ich glaube, das wird auch wieder gewonnen-hittet. Jawoll. Dann hat das nächste Level 10 oder Level 12. Aber ich mag diese Spielereien. Das hätten sie in den nächsten Generationen noch übernehmen können. Ich wäre da sehr einverstanden gewesen.
Was, das klingt wieder so fachchinesisch. Ja, okay, diesmal haben wir zwei Attacken dafür gebraucht. Aber unser Zuber hat jetzt Level 21 und braucht nur noch ein Level bis zu seiner Entwicklung zu Golbat. So, und hier ist sein stärkstes Voltball, ich schätze Level 16. Ja, Level 14. Also Kindergarten, was der Trainer ist. Der Kinder ist sehr leicht. Wie der Fachbegriff. Ich sollte damit aufhören. Okay, ich glaube für dieses Voltball brauchen wir wahrscheinlich drei Schläge. Da sieht man, was das Level eines Pokémons ausmacht. Die ersten zwei Voltballs haben wir mit zwei. Also mit insgesamt zwei Attacken besiegen können. Und für das letzte Voltball mit Level 14 haben wir insgesamt drei Schläge gebraucht. Das zeigt, dass man seine Pokémon leveln muss, damit sie gut werden. Ich übe mich im Feuerspucken. Der hat einen Magma und einen Smogon. Ne, der hat zwei Magma. Zwei Magma hat er. Ich weiß es genau. Zwei Magmas. Hellseherfähigkeit aktiviert. Jawohl, und dieses Magma kann Feuerschlag. Das hat mich früher immer alle gemacht. Mit seiner Feuerschlagattacke. Da hatte ich damals einen Lorblatt. Hier an dieser Stelle. Und dann hatte mein Lorblatt immer mit seinem Feuerschlag ausgenockt. Da habe ich geweint, weil mein armes Lorblatt down ging. Ich glaube, diesen Trainer mache ich noch und dann beende ich auch schon diesen Part. Ist zwar heute ein bisschen kürzer, aber ich glaube, den Part morgen können wir ein bisschen länger machen, weil es morgen kein Minecraft geben wird, weil ich den Part noch rendern muss und das dauert. Ich habe euch gesagt, dieses Magma da kann Feuerschlag. Dafür gibt's am Freitag Minecraft. Aber ich glaube, da am Freitag kann ich keinen Pokémon produzieren, weil ich da Schach spielen muss. Ja, ich spiele Schach. Hätte ich es gedacht. Und das Schach, da bin ich immer von 5 bis einmal war ich sogar bis spät abends, einmal war ich sogar bis 2 Uhr nachts noch da. Weil ich ein sehr guter Schachspieler werden will. Ja, Schach ist gut fürs Gehirn. Also falls ihr, ich bin in Mathe, bin ich einer der Besten in meiner Klasse, in Mathe. Mit einem Schnitt von 2,0, glaube ich. Ja, im Zeugnis hatte ich einen 3, aber nur weil ich eine Schulaufgabe verhauen habe mit einem 4er. Aber ansonsten war ich eigentlich ganz gut und eigentlich gehörte ich zu den Besten in meiner Klasse. Und das nur, weil ich Schach spiele. Schach ist gut für die Logik. Ne, wenn ihr Sims 3 spielt, dann spielt ihr auch Schach, um euren Sim ein bisschen Logistik höher zu kriegen. Und so ist es auch in Real Life. Also von Sims kann man schon ein bisschen was lernen. Oh, ich habe mir die Nasenspitze verbrannt. Dann weniger mit dem Feuer spielen. Moment. Ich schaue gerade auf die Uhr und stelle fest, dass in 14 Minuten wieder Abend ist. Okay, dann warte ich wieder 14 Minuten. Und dann sehen wir uns wieder, wenn's Abend ist. Warum nehme ich eigentlich immer um diese Zeit auf? Weil ich Lust drauf habe. Okay, dann sehen wir uns, bis es Nacht ist. Oder bis es Abend ist und bis es dunkel ist. Also, bis gleich. Okay, wir können weitermachen. Es ist Abend. Bei Nacht lauern Gefahren. Ich glaube, das ist der zweite von insgesamt drei Wächtern in diesem Spiel. Also muss ich sowas nicht allzu oft machen. Das Warten am Schluss, bis es Abend wird. Weil das nervt mich schon ein bisschen, muss ich zugeben. Okay. Mann, ständig kommen irgendwelche gastigen Leute in mein Zimmer. Das ist schlimm. Also gut. Vulcano kam mit Level 14. Glut. Biss und Brüller, glaube ich. Vulcano hat man ja auch schon mal in dem Let's Play gehabt. Im Team Rocket Let's Play. Damals hieß es Rex. Und konnte auch nicht so intensiv mit dem Brüller umgehen. Weil in der ersten Generation ja die Brüller-Attacke anders war. Ich wollte nicht Habitak oder Habsi, wie auch immer das heißt,
Komm, pick ihn nieder. Es killt dieses Habitat-Erfahrungspunkte. Wenn jetzt noch das Snorrel kommt, raste ich aus. Ja, super, das ist noch ganz okay. Okay, ich kann auch voraussagen, dass wir im nächsten Part ein Golbat haben werden. Wenn wir weiter so leveln wie jetzt. Gut, hier ist ein zweites Vulkano. Vielleicht sogar noch in diesem Part, wenn dieses Vulkano eine Menge Erfahrungspunkte bekommt. Also wenn wir jetzt durch diese Vulkane Erfahrungspunkte bekommen, meine ich. Also gut, hier ein Trank. Nein, nicht Nebulak. Nebulak ist ja down. Hahaha, funktioniert ja gar nicht. So, jetzt, unser Nebulak ist noch viel zu schwach. Ich meine, unser Nebulak kann ja nur mit Schleck angreifen. Wir brauchen echt den Nachtnebel oder eine Nebenattacke. Per TM vielleicht. Damit unser Nebulak nicht ganz so schutzlos dran steht bei gegnerischen Pokémon. Okay, ich wechsle das mir jetzt zu heiß. Haha, zu heiß. Versteht ihr? Zu heiß. Haha, gut. Okay. Das machen wir mal total heiß mit zwei Feuer-Pokémon, die gegeneinander antreten. So, jetzt mach wieder einen auf Zidane. Kopfnuss. Ah, fast. Jetzt für einen glatten Kill gereicht. Naja, jetzt noch einmal Glut. Und Vulkano hätten wir erledigt. Ebenso auch diesen Trainer. Jetzt schaue ich noch nach, wie viel Geld wir haben. Schwupps. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen mehr als am Anfang des Parts. Ja, wir haben Mittwoch. Ihr habt es erfasst. Okay, wir brauchen für das Pokémon... Ja, so... Puh, ich will es jetzt gar nicht sagen, weil sonst kommt ihr drauf, welches Pokémon ich mir holen möchte. Aber wir brauchen noch schon ein bisschen Geld, also... Ich glaube, eins könnt ihr schon ausschließen, ne? Und zwar das Abra, das werde ich nicht reintun ins Team. Sondern ein ganz anderes Pokémon. Naja, aber vielleicht finden wir im nächsten Part genug Kohle dafür. Ich mache jetzt erstmal Schluss und dann geht's im nächsten Part weiter. Also, ciao!